Willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir Liquid besiegt in sein Heli und der ist jetzt in den Abgrund geflogen und der Heli ist auch explodiert. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass er nicht mehr lebt. Aber wer weiß, Liquid, der war sich so sicher. Mich würde sich wundern, wenn wir den nochmal irgendwann sehen würden. Auf jeden Fall funktioniert jetzt der Aufzug wieder in den Raum hier, in den Treppenhaus. Otacon hat uns das schon im letzten Part bestätigt. Allerdings hat er nichts gemacht. Der Aufzug fuhr einfach nach oben. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass irgendjemand da drin ist. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, da war ja was. Hier sind ja diese Scheißdinger noch. Na ja, ich kann euch jetzt mal zeigen, dass man die auch mit Stinger wegbumsen kann. Problem ist, wir haben nur 4 Shots. Das sollte ich jetzt nicht die ganze Zeit machen. Besser wäre es mit Chef Granite. So viel steht fest. Trotzdem, möchte ich jetzt hier mal kurz gucken. Dum-di-di-dai, ich hau dich zu Brei. Oh, das dauert ja ewig, Freunde, bis wir hier unten sind. Alles andere als lustig. Ja komm, es ist so episch mit Stinger, ich weiß nicht. Ich mag's. Bam! 3 Kameras. Achtung, Kamerafalle. Nicht mit mir. Ja, ich weiß gar nicht, wo war denn der Aufzug, sag mal. Ich meine, ich kann mich hier weiter umsehen. Am Ende muss ich wieder alle Treppenstufen hochgehen. Das wäre natürlich suboptimal. Das kann ja nicht sein. Naja, wir schauen mal einfach. Ah, ihr Scheißdinger. Ihr Scheißdinger. Jetzt habe ich nur eine Stinger-Rakete. Ich glaube, die behalte ich da auch wirklich. Die spare ich mir auf. Und ja. Es wird mega episch. Kommt bald auch zum Wiedersehen. Einen alten Charakter. Da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Chef Granite. Ja, jetzt werden wir die erstmal wieder. Oh Mann, meine PlayStation Dingsbums. L2-Taste. R2-Taste. Die klemmt. Einen Moment kurz. So, jetzt müsste sich wieder beruhigt haben. Ja, ich finde, der PlayStation 3 Controller ist der schlechteste Controller, den Sony je designt hat. Ich finde wirklich grauenhaft. Die Schultertasten, die klemmen so schnell. Auch bei neuen Controllern. Ist wirklich richtiger Mist. Oh, jetzt habe ich 2 geworfen. Ist egal, wir haben eh genug. Vielleicht ist ja jetzt auch die doppelte Wirkung. Das wäre ja episch. Glaube ich aber nicht. Da war zwar nur eine Cam. Aber, ja. Oh, hier ist sogar der Aufzug. Wir sollten den Schaden nicht mehr in Kauf nehmen, weil ich nicht mehr so viele Rationen habe. Ja, 2 Stück noch. Ja. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, wenn ich mehrmals auf den Knopf vom Aufzug drücke, dass er dann wirklich schneller kommt. Das habe ich mal, glaube ich, aus Spaß gesagt, aber dass es tatsächlich so ist. Finde ich ziemlich krass. Bevor ich jetzt da reingehe, ja. Wollen wir uns hier da umschauen. Mit sowas habe ich tatsächlich gerechnet. Ist hier noch was rumliegt. Da ist eine Tür. Komm, noch eine Ration, please. Hier unten, bitte. Eine einzige Ration und ich bin schon glücklich. Ich bin nur ein einfacher Mann. Gebt ihm seine Ration. Bitte. Bitte. Brigitte. Ja, ist jetzt nicht der beste Part Anfang, ich weiß. Aber gleich kommt die Action. Ihr könnt ja vorspulen. Ah, hier ist echt nichts. Ach, come on, ey. 2 Rationen nur. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich krieg die jetzt aber auch nicht mehr. Weil hier in der Umgebung, da komme ich jetzt auch erstmal nicht mehr weg. Ach, du Scheiße. Naja. Ich guck mal, was sich da machen lässt. Wir können ja gleich nochmal kurz Otacon anrufen. Für die, die den letzten Part nicht gesehen haben, wird uns jetzt wahrscheinlich nochmal hier Anweisungen geben. Machen wir das mal. Ich
weiß nicht warum, aber der Aufzug funktioniert plötzlich wieder. Wenn Sie ganz bis ins Erdgeschoss in Turm B fahren und rausgehen, sind Sie im Schneefeld. Der Eingang zur unterirdischen Basis liegt nördlich des Schneefeldes. Genau, und da müssen wir hin. Ich glaube... Oh, jetzt geht das schon wieder los. Mit den unendlichen Anrufen. Da muss ich, glaube ich, sogar die Disk wechseln, Freunde. Select war's. Ja, bei Metal Gear Solid ist immer so, ich nehme immer richtig viele Parts hintereinander auf und bei der nächsten Aufnahmesession komme ich mit Steuerung wieder überhaupt nicht mehr zurecht. Und das ist der erste Part einer neuen Aufnahmesession, das merkt man, glaube ich, immer. Gut, Aufzug, los geht's. Okay, jetzt echt mehrmals drauf drücken. Los, los, komm schon, komm schon. Ich weiß wirklich nicht, ob der wirklich schneller kommt. Oh, wobei. Ich glaube, ihr habt recht. Gut. Ich weiß ja nicht, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Jetzt kommt eine sehr legendäre Szene. Takon? Der Eingang zur unterirdischen Basis. Ah, er sagt immer noch das Gleiche. Ich dachte, jetzt sagt er hier was. Ich muss nur das Stockwerk auswählen. Deswegen passierte nichts. Ich dachte, es wäre eine Cutscene, deswegen habe ich nichts gemacht. Snake! Ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren 5 Tarnanzug-Prototypen. Ja und? Minus den ich trage, bleiben noch 4. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen für Sie holen. Deshalb ging ich ins Labor und... Ja? Die restlichen 4 waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe. Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht. Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel wiegst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens 5 Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit den Tarnanzügen sind bei Ihnen da drin! Oh my fucking shit! Zu spät, Snake. Jetzt still! Oh oh, da haben wir's nämlich. Das war eine legendäre Szene, wie Otakon auf einmal ausrastet. Die Erkenntnis kam jetzt hier zu spät. Eieiei. Komm, Schutzweste. Ich weiß, wo die sind. Man sieht die ein bisschen. Komm, schieß, was das Zeug hält, Snake. Das sind 4 Leute. Das ist echt nicht ohne, Mann. Wir stehen wieder auf. Oh, nee, ey. Wie gut, dass wir hier die Schutzweste haben. Die Body Armor. Sonst wäre echt ein gefundenes Fresschen für die. Ja, wenn die alle in einer Reihe stehen, dann können wir die ganz gut im Griff haben. Seht ihr das? Guck mal, was die aushalten, ey. Das ist doch unfassbar. Die halten mehr aus als normale Soldaten. Echt nervig. Aber wir haben es gepackt. Ja, man kann die natürlich sichtbar machen mit einem Infrarotgesicht. Aber das ist der bessere Weg. Weil man weniger Schaden nimmt. Ich meine, man sieht sie ja leicht, ne? Übrigens, coole Uhrzeit im Real Life, sehe ich gerade. 13.37 Uhr, meine Lieblingszeit. Lied. Alles klar. Ja, das war eine der besten Szenen in Metal Gear Solid, wie ich finde. Mit der Aufzug. Wenn man das erste Mal spielt, denkt man auch, ach du Scheiße, jetzt bist du gefickt. Weil, ja, da kriegt man schon einen leichten Schock. Ich sag's mal so. Das ist wirklich cool gemacht. Ach guck, hier ist eine Ration. Ich weiß nicht, eure Meinung zu dieser Aufzugsszene in den Kommentaren. Vor allem die Otakons Face, ne? Ein Bild für die Götter. Aber, ja, das wäre jetzt abgeschlossen. Ich glaube, es gibt später nochmal sowas mit dem Aufzug. Ich meine mich zu erinnern, aber ich glaube, die sind da nicht stealthed. Also, die sind nicht unsichtbar. Naja. So, wo muss ich denn jetzt weiter? Ist ja schön, dass wir hier sind. Entweder bin ich blind, oder ich sehe nicht den Weg. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Kämmere. Cam.
Unfair. Dann werfe ich lieber einen Chef Granite. Come on. Ich meine, wir haben so viel davon. Warum nicht? Die zwei Treffer waren schon wieder unnötig. Das war auch unnötig, ne? Hier ist nichts drin, aber hier geht's weiter, glaube ich. Ja, ja. Ich schaue mich jetzt mal lieber um. Ah, ja. Das ist noch so eine scheiß Kamera. Wie gesagt, Achtung, Kamerafalle. Hä? Wie kann ich mich denn jetzt sehen? Ja, natürlich. Ist klar. Natürlich. Reichweite bis nach Afghanistan. Das ist sowieso immer blöd. Man weiß nicht, wann die Chef Granite aufhört. Man kann es nur erahnen. Einmal muss ich das nicht nochmal machen. Gut, jetzt weißt du natürlich, was mir bevorsteht. Ich kann jetzt die Schutzweste nehmen. Ah nee, kann ich nicht. Das ist ja die Scheiße mit den Kreditkarten. Aber ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass es in Metal Gear 2 dann schon nicht mehr so war. Das mit der Kreditkarte ist echt scheiße, Mann. Das ist nicht gut gelöst. Dass man die immer wieder anwählen muss. Ihr wisst, was ich meine, ne? Auch sehr beeindruckend, dass man hier wieder Scharfschützenmunition bekommt. Just saying. So, ich werfe jetzt einfach zwei Chef Granites. Dann sind wir safe. Wie gesagt, ich sollte damit sowieso nicht sparen. Wir haben so viel davon. Naja, war wieder der Fail für die Quote. Dafür habe ich mir den Aufzug gut geschlagen, wie ich finde. Das ist eine Stelle, wo viele failen. Aber ich nicht. Selbst wenn man weiß, was da kommt, ist nicht so einfach. Ich habe es halt so gemacht, dass die gut im Griff hatte. Ach komm schon. Ach, da war noch eine Kamera. Ja, natürlich. Macht doch überall eine Kamera hin, ihr Arschköpfe. Alter, diese scheiß Kameras. Ach, jetzt kommt diese Stelle schon. Seriously? Seriously? Jetzt kommt schon die Stelle? Okay. Ich meine, uns wurde gesagt, wir sind im Schneefeld. Und ich weiß, dass das hier im Schneefeld stattfindet. Ja, wir hören schon die Wölfe wieder. Sehr, sehr merkwürdig, oder? Wir kennen nur eine Person, die was mit Wölfen zu tun hat. Genau, die Person. Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesen Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte, es ist sehr nett. Sie müssen nur mit ihr sprechen. Sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du gehörst mir. Wolf! Nein! Nicht! Nimm meiner Wölfin nicht die Beute. Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake? Ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Es kommt zum erneuten Battle mit Sniper Wolf. Oh my fucking God. Ich denke, wir holen uns noch Tipps von den ganzen Dudes und dann geht das los. Es gibt hier allerdings einen Trick. Otacon, wo finde ich Munition für das PSG-1? Ich weiß nicht. Ja, du Idiot, willst du nicht, dass wir die Verletzte erstmal nochmal anrufen? Naja, der gibt uns extra keine Auskunft. So ein Arsch. Na gut. Ja, Deep Throat wird eh nicht antworten. Na, Sascha. Sniper Wolf. Eigentlich kündigen Scharfschützen ihre Gegenwart vor dem Schuss nicht an. Sie
das, was für sie übrig haben. Jedenfalls wird es nicht so leicht sein wie vorher. Hä? Eigentlich ist es einfacher. Dieser Bosskampf hier. Meiner Meinung nach zumindest. Naja, warum rufe ich Meryl überhaupt an? Die geht hier auch nicht mehr dran. Ist ja gefangen genommen. Oder vielleicht ist er auch schon tot, wer weiß. Das wichtigste Rüstzeug des Scharfschützen sind seine angeborenen Sinne. Die kann man nicht ausbilden. Wenn ihre Sinne von Anfang an unscharf sind, werden sie nie ein guter Scharfschütze. Das hat er doch schon mal gesagt, oder? Das kam mir sehr bekannt vor. Ja, mein Link nochmal speichern, warum nicht? Die sagt aber auch nichts. Und dann können wir nochmal den Colonel gerade kontaktieren. Wenn Otacon uns nichts verrät, vielleicht der Colonel. Ja, ach. Das ist Sniper Wolf. Die können nur mit dem PSG 1 auf sie schießen. Snake, Wolf versteckt sich irgendwo im Schneefeld. Sie müssen als erstes herausfinden, wo sie ist. Beim Schießen muss sie ihr Versteck kurz verlassen. Ganz guter Tipp. Das galt natürlich auch schon für den ersten Bosskampf gegen Sniper Wolf. Aber ja. Diese Idioten. Diese gottverdammten Idioten. Sie haben uns das Beste nicht verraten. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich kenne ja einen Trick für diesen Bosskampf. Deswegen fehle ich ihn auch leichter als den ersten. Ja, wir stellen uns hier hin. Hier sind wir ziemlich safe. Wir sind nicht safe, aber wir sind ziemlich safe. Und guck mal, was wir hier haben. Die Nikita. Lang nicht benutzt, ne? Muss ich halt erstmal wieder rausfinden, wie man die benutzt. Ja, ja, ja. Mit der Quadrattaste und dann... Wie mache ich das nochmal? Ah, wie ging das nochmal, dass ich dann gucken kann, wo ich fliege? Der Nikita. Das war nicht so einfach, Freunde. Ah ja, mit Dreieck. Guck mal. Die Nikita zeigt mir sogar an, wo sie ist. Und mit einer Lenkrakete kann ich die natürlich erwischen. Das funktioniert. Das ging beim ersten Bosskampf nicht, weil sie da auf einer erhöhten Position war. Hier hingegen geht das schon. Guck mal, voll in den Arsch, Mann. Tja, du kannst snipern, ich habe aber Lenkraketen, meine Freundin. Ich habe Lenkraketen, viel geiler als jedes Sniper. Wer hier snipert, hat schon schlechte Chancen, wie Snake sagt. Hier sieht man wenig, wegen dem Schneesturm und wegen dem Wind ist es nochmal schwieriger zu treffen. Man braucht wieder Diazepam und. Das ist ziemlich knifflig. Wobei ich finde, dass der erste Bosskampf in der Regel trotzdem schwierig ist. Die erwischt uns trotzdem irgendwann, Freunde. Jetzt denkt nicht, ah, ist ja lame. Nur Nikitas abschießen. Nee, die erwischt uns irgendwann. Also müssen wir mal die Position, glaube ich, switchen. Die Lenkraketen machen for no reason weniger Schaden als ein Sniper-Schuss. Das ist so. Das weiß ich. Ich meine, wenn so eine Rakete explodiert, warum macht das weniger Damage als ein Sniper-Shot? Klar, wenn ich einen Headshot mache mit Sniper, ist natürlich heftig. Aber trotzdem, hallo? Die explodiert doch richtig. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ziemlich chilliger Bosskampf. Mit dieser Strategie vielleicht sogar der einfachste im gesamten Spiel. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das schon wusstet. Als Kitty ist damals irgendwann mal ausprobiert. Wir haben es nie hingekriegt, diesen Bosskampf. Das galt natürlich auch für den anderen Sniper-Bosskampf. Da haben wir ewig für gebraucht. Und irgendwann kam mein Kumpel auf die Idee, das hier zu machen mit der Nikita. Und es funktionierte direkt. Das war ziemlich episch und tot gelacht. Und ja, letzten Endes ist er da nicht schwer, ne, der Bosskampf. Aber wir haben es echt nie hingekriegt. Das wiederum soll nicht bedeuten, dass ich es jetzt nicht schaffen würde. Ich habe nur Respekt vor Sniper Wolf. Das will ich damit zum Ausdruck bringen. Ja. Ich denke, die letzten zwei Shots so machen wir da wirklich mit dem Sniper. Kann aber sein, dass ich da richtig kassiere, weil das ist echt nicht einfach. Ich dachte echt, die trifft mich, nö. Kannst du hier wirklich das alles komplett mit Nikita machen, ohne Probleme zu haben? So, letzter Nikita-Shot. Vielleicht reicht es sogar schon. Aber, falls es nicht reichen sollte, mache ich es mit Sniper. Können wir da sehr fällig werden.
Ihr müsst auch aufpassen, dass er jetzt hier nicht einfach hochfliegt. Weil dann stößt die Lenkrakete gegen die Wand und explodiert einfach. Das funktioniert nicht. Also ihr müsst hier wirklich hochfliegen. Und war's das? Oh, ich glaube, die ist jetzt in Position. Ne, das war's nicht. Gut, PSG 1. Jetzt machen wir es. Hier ist eine Ration. Sehr schön. Wir wissen ja, wo Sniper Wolf ist. Ah, die hat mich aber auch schon im Visier. So, PSG 1. Wo bist du? Wo bist du? Da. Wo ist ein Wolf? Die Ort gewechselt, goddammit. Goddammit, die hat den Ort gewechselt. Ich finde die nicht mehr. Scheiße. Classic Sniper Boss Kampf. Man weiß nie, wo es ist. Ah ja. Ich habe den Strich gesehen vom Snipergewehr. Die muss aber hier noch sein. Hier in dieser Richtung muss sie sein. Ja. Da ist sie. Kein Diazepam genommen. Das zeichnet die wahren Profis aus. Leider kein Treffer. Damn. Yes! Bam! Headshot! Voll ins Knie! Yes! Ja, die ist hier aber auch ein bisschen zögerlicher, finde ich. Beim ersten Bosskampf hat die sofort geschossen, du warst sofort am Arsch. Hier hatte ich mega viel Zeit, mir die Lage zu lokalisieren. Weil dieser Bereich einfach auch größer ist. Hier hat man mehr Chance, sich zu verstecken. Ich finde den Bosskampf in jeder Hinsicht leichter als erst. Also was Natascha da sagt, stimmt nicht. Also dieser Bosskampf ist wirklich leichter gewesen. So, ist sie jetzt wirklich tot? Wir gucken mal nach. Ein Wolf gibt nicht so leicht auf, ne? Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Konzentrieren. Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Cordin. Ich habe stets nach einem friedlichen Platz wie diesem gesucht. Cordin. Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen, Schreie. Das waren meine Schlaflieder. Jeden Tag die Hunde vertrieben von unseren verlotterten Schuppen gescheucht. Das war mein Leben. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar tote Freunde und Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen? Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin? Sie meinen Big Boss? Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Sucher meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter. Ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr meines Gewehres. Ich schloss mich den Terroristen an, um mich an der Welt zu rächen. Aber ich brachte Schande über mich und mein Volk.
bin nicht mehr eine Wölfin. Im Namen der Rache gab ich meinen Körper und meine Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Eglunek. Und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Es stimmt. Wir sind alle käuflich. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Merrills Leben gerettet. Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte. Erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir. Es ist Teil von mir. Jetzt sind alle hier. Okay, mein Held. Befreie mich. Lebe wohl. Snake, sie sagten, die Liebe blüht auch auf dem Schlachtfeld. Ich konnte sie nicht retten. Was machen sie? Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich habe keine Tränen übrig. Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja. Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. Ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Einen Vorsprung für dein neues Leben. Snake! Wofür kämpfte sie? Wofür kämpfe ich? Wofür kämpfen Sie? Wenn wir herauskommen, sage ich es dir. Okay. Ich werde auch suchen. Heilige Scheiße, war das eine epische Cutscene, oder? Ich glaube, es ist auch eine der besten im gesamten Spiel. Sniper Wolf erzählt uns ihre Geschichte. Kriegsgebiet aufgewachsen, konnte kaum schlafen von dem ganzen Lärm. Und hat Big Boss sie gerettet, dann wurde sie Scharfschütze und hat eben halt
gemacht, was von ihr verlangt war. Und ja, sie wurde eine der Besten. Und ja, in ihren letzten Worten heulen im Hintergrund so die Hunde, die quasi immer an ihrer Seite waren. Otacon kommt noch, bringt ihr letztendlich das Gewehr. Und ja, sie war nicht ganz mit sich zufrieden, weil sie jetzt gegen Snake versagt hat. Aber gut, ich hatte Lenkraketen, ne? Sie hatte nur das Scharfschützengewehr und da war ich ganz klar im Vorteil. Sie sollte sich nicht schämen, ganz im Ernst. Mega episch, oder? Was meint ihr zu dieser Cutscene? So, wir werden uns jetzt hier noch umschauen. Dann werde ich den Part beenden. Ich habe ein bisschen Angst hier. Einmal kurz Minendetektor. Minendetektor. Da ist er. Hier ist eine Sechser-Tür. Ich glaube, da geht's tatsächlich weiter. Werden wir gleich herausfinden. Hier ist auch eine 6er, irgendwo ist auch eine 7er Tür. Da denkt ihr euch jetzt natürlich, what? Aber ganz ehrlich, da kann ich euch jetzt schon sagen, diese 7er Tür wird das einzige, was wir nicht erkunden werden. Da befindet sich nur Junk drin, also ist nur Quatsch drin. Keiner braucht's. Ach guck, hier ist wieder so eine Box. Keiner braucht's, was da drin ist. Ist einfach nur Munition drin und deswegen erachte ich das als unnötig. Wer es nicht glaubt, kann es gerne recherchieren. Ich habe mich da auch informiert. Da ist nur Mist drin. Ja, hier ist ein Sechser. Ja, komm, denn betreten wir das jetzt alles. Betreten wir jetzt, jetzt alles. Scheiße, Mann. Jeff Granite, please. Also, ich werde das jetzt hier noch alles erkunden, den ganzen Bereich. Dann reden wir noch mit den Dudes. Und den Rest machen wir im nächsten Part. Kann sein, dass da wieder Überlänge hat. Ist mir aber echt scheißegal bei diesem Spiel. Ich meine, die meisten freuen sich ja über Überlängenparts, ne? Wie hier sind Minen drin. Ich weiß, dass hier irgendwo Minen waren, Freunde. Bin ich von vorgestern. Ah, ich soll die Karte aber ausgerüstet lassen. Moment, sehe ich das jetzt? Ne, hier sind keine Minen. Alles klar. Ja, so sieht dann das 7er Lager auch aus. Also, nur Munition. Hey, jetzt höre ich die Hunde gar nicht mehr. Aber wir auch nicht draußen waren, ne? Alles klar, hier ist eine 6er. Ich glaube, da geht's weiter. Ah, hier ist die 7er, genau. Das ist die 7er. Nur Munition drin, Freunde. Absolut irrelevant. Weil die 7er kriegst du erst später. Mensch, Snake, nimm doch das Gewehr. Die 7er Karte kriegst du erst später im Spiel. Ich glaube, nach dem nächsten Boss. Und dann müsstest du zurück und dann wieder CD wechseln. Weil im nächsten Gebiet müssen wir auch die CD wechseln. Oh. What's this? Auch Munitionslager? Ja, sieht ganz anders aus. Chef Granite. Kawumski. So, komm. Oder doch kein Munitionslager. Geht's ja weiter runter. Ach, scheiße. Nein, ich muss mich nochmal schlau machen, wo es weitergeht. Oh, scheiße. Einmal nicht geguckt. Schon am Arsch. Fuck. Egal. Passiert. Dafür wäre gar keinen Schaden im Bosskampf genommen, ne? Guck mal, hier sind sogar Nikitas. Lol. Aber man hatte keinen Zugriff zu den Nikitas im Bosskampf. Hätte Sniper Wolf einen abgeschossen. Das ist ganz interessant. Vielleicht sagt einer Spiel so, ja, hätte sie auch mit Nikita besiegen müssen, wenn man sie das erste Mal besiegt hätte. Das ist quasi so ein kleiner Tipp. Finde ich zumindest. Und hier bekommen wir die letzte Box. Die Box. Die letzte Box. So. Herrlich, oder? Box C. Was steht denn da drauf? Wir können ja mal kurz gucken. Zum Schneefeld. Ja, ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in LKW stellen, zum Beispiel am Anfang, dann kommen wir da auch hin. Ja, jetzt im ersten Gebiet, zum Beispiel hier. Hubschrauber-Landeplatz war das erste richtige Gebiet. Wenn wir da jetzt in LKW gehen, mit Box C kommen wir immer hier raus. Das ist das Geile bei den Boxen. Und man kann sie natürlich drin verstecken, hier gerade beim Schneefeld, ne? Yeah, yeah, yeah. Die Box, embrace the memes. Bevor ich jetzt weitermache, werde ich jetzt einmal kurz da hinten noch gucken, ne?
Das, wo ich eben war, was so lang gezogen war, ich glaube, da geht's weiter. Denn möchte ich wissen, was in dieser Tür ist. Ja, es sieht auch nach einem Lager aus. Also wir gucken mal kurz rein, dann werde ich mit den Leuten reden und dann war es das. Ich glaube, hier waren die Minen drin. Ihr könnt mir nix. Spiel. Wir sollten auch nicht zu lange draußen bleiben, weil wenn man zu lange hier in der Kälte steht, dann erkält sich Snake. Ja. Ich bin ja manchmal dämlich, ne? Aber das war schon geil, weil die meisten fallen auf diese Minen rein. Und hier ist wirklich nichts drin, ne? Nur Minen. Das kann ich nicht glauben, ey. Ah, die jetzt ein paar haben. Ja, gut. Ja, gut. Stun Granite und eine Ration. Ja, gut, ne? Das ist schon clever. Gut. Dann reden wir noch mit den Leuten und dann war es das für heute. Oh, Ortacon. Ja, der musste wahrscheinlich niedergeschlagen sein. Aber wie Sniper Wolf seine Waifu umgebracht haben. Der Eingang zur unterirdischen Basis ist im Norden des Schneefelds. Ich passe auf, Snake. Nö. Ist doch nicht Depri. Hä? Alles gut, Ottercorn? Alles gut? Gucken. Ne, natürlich nicht. Nastasha? Solange die Strategie der atomaren Abschreckung weitergeht, werden Atomwaffen vielleicht reduziert, aber niemals abgeschafft. Die Reduzierung von Atomwaffen hat aber kaum Bedeutung, wenn Abschaffung nicht das Endziel ist. Ich habe für den militärischen Abschirmdienst gearbeitet. Ich dachte, die Abschaffung von Atomwaffen ließe sich am besten von innerhalb des Systems erreichen und versuchte sie von der Wirkungslosigkeit der Abschreckungstheorie zu überzeugen. Sie konzentrieren sich anscheinend recht stark auf das Thema. Strahlenopfer sind kein schöner Anblick. Und ich habe viele gesehen. Ich habe mehr als genug gesehen. Ich bin aus Pripyat in der Ukraine. Ich war damals 10 Jahre alt. Am 26. April 1986. Sie meinen... Ja, Tschernobyl. Der Tag hat mein Leben und das Leben von Tausenden für immer verändert. Ich wohnte nur 3 Kilometer nördlich davon. 600 bis 700.000 Menschen wurden evakuiert. Über 650.000 Kinder litten unter Verstrahlung. Zwischen 1986 und 1993 starben 12.000 Kinder. Meine Eltern und viele andere, die beim Aufräumen halfen, starben wenige Jahre später an Strahlenkrankheit. Wir müssen alle Atomwaffen abschaffen, bevor sie noch mehr Leid verursachen, bevor sie die Umwelt zerstören, die uns am Leben hält. Die Angst und das Leid darf nicht noch eine Generation verfolgen. Jo, Tschernobyl ist gruselig, ey. Na, mal gesehen hat, wie die Opfer dann aussahen, ey. Uah, du Scheiße, ey. Ja, und da ist auch was dran, was sie sagt. Atomwaffen reduzieren bringt nichts, dann ganz abschaffen, da bin ich auch für. Scheiß Atomwaffen braucht kein Mensch, ey. Ganz im Ernst, viel zu mächtig, viel zu gefährlich. Die komplette Abschaffung müsste das Endziel sein. Aber es gibt immer einen, der sie nicht ganz abschaffen will und deswegen wird es leider nie durchgesetzt. Ist einfach so. Ja, Meryl wird sich auch nicht melden. Das war mir schon bewusst. Master! Was ist los? Ihre Rationen sind gefroren? Essen Sie nichts Gefrorenes. Das Temperaturgefälle zehrt sonst an Ihrer Kraft. Wärmen Sie die Rationen vor dem Essen. Stimmt, das konnte ja auch passieren. Oh mein Gott, Freunde, jetzt haben wir keinen Zugriff auf die Rationen erstmal. Das ist scheiße. Dann kann man sich nicht heilen, logischerweise. Kampfrationen sind gefroren. Die können Sie so nicht essen. Bis Sie auftauen, können Sie Ihre Energie nicht auffrischen. Seien Sie vorsichtig. Die tauen bei Wärme auf. Ihre bloße Haut würde ausreichen. Ah ja, das geht. Wenn man die ausgerüstet hat, dann tauen die irgendwann auf. In China sagt man, lieber hässlich leben, als schön sterben. Ich glaube, das stimmt. Wer tot ist, hat keine Chance mehr zum Glücklichsein. Ich kann Menschen, die vorzeitig sterben wollen, nicht verstehen. Snake, versprechen Sie, dass Sie heil zurückkommen? Na, ich verspreche es, wenn du hier schön speicherst. Ja, Freunde, das war's für diesen Part. Sehr episch. Die Aufzugszene und der Bosskampf mit Sniper Wolf plus ihre gesamte Story war auf jeden Fall ziemlich spannend. Auch wenn der Part wieder überlängert, aber es ist halt bei Metal Gear Solid so.
kann ich nicht ändern. Es ist einfach vom Spiel aus so. Die Cutscenes gehen ewig lange. Und ein bisschen was erreichen will man dann ja auch im Part. Also ich zumindest. Gut. Im nächsten Part betreten wir tatsächlich jetzt die unterirdische Basis. Wir nähern uns Metal Gear langsam und gemächlich. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.